Dunkle Grüße und willkommen zurück zu Minecraft. Wir können sehen, ich habe ein paar lustige Sachen wieder mal gemacht. Habe ich schon Fly? Ich glaube nicht, nein. Ich habe mir ein paar Laternen hier hingestellt, so. Habe da ein bisschen überlegt, wie ich das Design mache. Ich war klar für mich, dass ich das hier oben so machen werde, ungefähr wie da vorne auch schon. Das war ja im Prinzip schon länger vorhanden hier. Aber dann der Steg, der Pfad, der Pfahl nach oben, den habe ich halt ein bisschen anders gemacht. Erst waren die Dinger hier unten gewesen, wie ich auch in meiner Apokalypse-Stadt eigentlich einen tiefer gesetzt das Ganze. Aber hier finde ich, es wirkt recht cool, das so zu machen. Dick, dünn, ganz dünn. Ob das hält, weiß man nicht, aber es wird schon halten. Also, ich meine, klar hält es hier, aber ob es im echten Leben so, naja, egal. Aber sieht ganz cool aus, finde ich. Ich habe hier ein bisschen das Haus dekoriert. Ich glaube jedenfalls, nee, das habe ich nicht offscreen gemacht. Das habe ich alles für mich gemacht hier. Die Dekoration, ich glaube auch die Zäune habe ich jetzt noch offscreen gemacht. Das habe ich auch nicht mehr in der Folge getan, sondern erst danach. Damit ja noch ein bisschen mehr Unterscheidung zu dem da ist. Ist auch noch nicht final, da kann immer noch was passieren und dazu gemacht werden. Vor allem Grünzeug wahrscheinlich und sowas in Richtung irgendwann. Aber das kommt irgendwann dann. Ansonsten habe ich noch die Wege gezogen. Oder wäre es auch schon an der Folge? Ich weiß nicht, weil die Wege alles verbunden hier so ein bisschen jetzt und dann passt. Was jetzt noch fehlt, ist hier der Vorbau. Und den wollen wir jetzt mal ganz fix dem wollen wir uns mal widmen. Bevor ich hier dem nächsten Haus weitermache, was denn dahin kommt. Und dafür habe ich mir schon was überlegt, wie ihr hier gesehen habt, hier Quarzstufen. Ich wollte mal gucken, ob ich was anderes als diese Stufen hier nehme. Bin dann mal als Nether, hab mir ein bisschen Quarz besorgt. Hab mir die Stufen gemacht und die Stufen werde ich wahrscheinlich dann dort anstelle von den üblichen Steinstufen anwenden. Das Haus per se soll aber doch wieder genau so eins werden. Mit solchem Dach natürlich, also Schwarzeiche. Auch wenn das hier am Rand ist, ich meinte ja am Rand kann es ein bisschen anders sein, aber ist nicht schlimm, denn dafür habe ich ja hier Quarzblock drin. Aber ich finde irgendwie, ich will jetzt nicht nochmal so ein Haus machen und sonst... Nee, das habe ich da auch schon erlebt, das habe ich da auch. Da mache ich lieber doch ein bisschen dunkles Holz, damit es nicht so extrem hell aussieht an der Stelle. Naja, egal. Ich werde erstmal dies hier weitermachen. Jetzt muss ich jetzt überlegen, wie habe ich das denn gedacht gehabt, das Ganze. Ich glaube, ich wollte hier einfach rauf, ist klar. Auf jeden Fall glaube ich, die Ebene sollte trotzdem noch so bleiben, wie sie ist hier an der Stelle. Ich habe nur ein... Ja, ein bisschen was holen sollen hier an Unterstützungsblöcken. Was schon mal unpraktisch ist an der Stelle hier. Ich gras dabei natürlich nicht. Woher auch? Moment. Das stopfen wir mal nochmal eben, würde ich sagen. Doch genug Dreck. Dürfte reichen. Papapapa. Nein, nicht Beckel. So. Das ist irgendwie so ein bisschen komisch. Flop, 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 flop. Flop, 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 flop. Flop. Hat doch nicht gereicht. Nehmen wir alles mit. Top. Flop, flop. Flop, 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 flop. Jetzt reicht's. Es reicht! So. Wobei, da könnte ich ja eigentlich auch wie... Ich überlege mir gerade sowas ähnliches wie hier zu machen. Dass ich dann an der Stelle einfach eben... die untere Ebene hier mit Dingens mache. Halt. Steinziegel hießen die Dinger. Egal. Vorerst... kommt trotzdem das darauf. Und das fährt doch einfach weiter nach vorne. Ja, ich mach's noch ein bisschen weiter nach vorne. Bam, badam. Komisch, dass er nicht markiert hatte, das Ganze hier. Hat auch mal alles markiert. Nun ja. Ich würde sagen, ich fange hier an damit. Zwei nach vorne. Ich kann es mal so machen. Ne. Dap, dap. Und zack, zack. Zack, zack. Schön. Und das übliche Gedöns obendrauf, man kennt es ja. Klapp. Und das war's auch schon mal. Höher soll es nicht werden, das ist ja bloß das Vordach hier. Das Vor
Zimmerchen. Da bleibt es bei dem, was es jetzt ist. Flop, 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 flop. Auch das könnte man per se schon so lassen. Muss das ja noch wegwerfen dazu auch, ne? Oder ich setze das Ganze ein nach innen. Wäre noch genug Platz hier? 1, 2, 3. Das Ganze auch ein nach innen zu setzen. Würde mir dadurch schmaler wirkt das Ganze, was gar nicht mal verkehrt wäre an der Stelle. Aber die Frage ist, will ich es jetzt schmaler haben oder will ich es nach dem Dach da oben orientieren? Ich meine, hier ist es ja eher andersrum. Doch nicht, hier ist es auch schmaler, doch. Weil dann könnte ich ein schrägeres Dach machen. Was mir, glaube ich, ganz gut gefallen würde. Hätte natürlich nur ein bisschen weniger Platz. Ich mache es ein nach innen. Dann alles nochmal von vorne. Oh. Das bin ich auch wieder so vorschnell hier, dem ganzen Mist. Zack. 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 Alles zurück zu Papa. Zack, zack. Babalaba, babalaba, babalaba. Babalaba, babalaba, babalaba. Moment. Jetzt bin ich gerade... Nein, siehst du da einen Zug gebaut? Das Ganze, oh Mann. Nicht korrigiert gehabt hier. Mist. Das war wieder nix. Na, kommst du mal. So. Und floppdiwuppdidupp. So. It's the same procedure auf der anderen Seite. Please. Oh Mann, das hackt schon wieder so blöde. Ich muss echt mal langsam wieder mein PC wie ein bisschen aufräumen und keine Ahnung was. Ich weiß ja nicht, woran es liegt, dass es momentan so schlimm ist. Jedenfalls bei South Park gelegentlich, was ich schon mal ganz schlimm finde, weil das Spiel ja wirklich nicht viel frisst an Ressourcen. Eigentlich gar nichts. Bei Minecraft mit Shader verstehe ich es ja noch irgendwo. Bei South Park gar nicht. Komischerweise bei Final Fantasy X bemerke ich so Probleme gar nicht mit stockender Framerate und keine Ahnung was. Wobei das ja auch natürlich nicht ressourcenfressend ist, aber verglichen mit sag schnell, gut gemacht. South Park wahrscheinlich schon noch ein bisschen mehr. Wenn ich da einen hinmache und da einen hinmache, ich dann Doppelfenster. Überlege ich mir noch. Habe ich generell hier unten irgendwelche Holzstämme drin? Ja, da habe ich auch welche. Und dann mache ich das auch so. Bam, 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 bam. Fuck. Da natürlich nicht. So. Da sind keine, mache ich auch keine rein. So. Ja, ja, ja. Das ist doch ganz gut. Muss ich nur gucken. Siehst du, ich war hier ein bisschen voreilig gewesen mit der Deko. Das muss ja eigentlich alles gleich weg, wenn ich dann hier noch was ranbaue. Das wird ja gar nicht mehr so richtig passen. Zack. Ja, müsst dahin ran, na klar. Zack, zack, zack. Blop, blop, blop. Blop, blop, blop. Blop, blop, blop. Blop, blop, blop. So, was habe ich gesagt? Hier wollte ich einmal Holz haben. Und da, dann kann ich hier so ein vom Holz umschlungenes Fenster reichen bauen. Nein. So. Zack, zack. Zack, zack, zack. Der muss weg. Der muss weg. Der da. Und nochmal der hier. Und dann fangen wir an. Damit. 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 Und damit. Sehr schön. Lala. Lala, lala, lala. Lala. Ja, hier ist die Tür drin, da ist alles andere natürlich. Hoppala. Oder? Nee, stimmt doch. Ist ja auch richtig. La 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 la. Ist ein bisschen irritierend, das ist so ohne Boden gerade. Nehme ich auch so einen dunklen Boden? Ich muss sagen, ja, es macht es gerade leichter. Habe ich nichts mehr. Gut, dann machen wir uns was. Soll ja machbar sein. Da, dann.
Da-dam, da-da-da-da-dam, da-dam, da-dam, da-da-da-da-da, da-da, da-da-da, la-la-la-la-la. So, so. Und so. Ist hier schon mehr passiert als da drüben, wenn man so möchte, weil hier schon der Boden liegt, ja. Kannst mal sehen, so könnte es kommen. Tja. Plupp. La 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 la. Habe ich jetzt alle Dächer bei dem so gemacht? Dann müsste ich ja auch das hier jetzt ein bisschen anspitzen, ne? Zwangsläufig. Aber erstmal. Na ja, zumindest das da oben muss ran. Aber erstmal das Dach allgemein anfangen. Egal wie. Nein, ist doch nicht egal, wie jetzt kann ich das. Oh. Vernünftig andocken. Zack, zack. So. La 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 la. Ach. So weit weg davon. Wieder super los hier heute. La 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 la. Oh, ich muss langsam anfangen, Sachen innen drin zu dekorieren. Da hat mir auch Spencer schon quasi den Hinweis gegeben. Schieb mal das Dekorieren nicht vor dich so her, sonst musst du also einmal machen. Ja, meine Erwiderung war natürlich, oh, ich muss einmal weiter nach hier. War natürlich, dass ich ja das schon absichtlich mache, dass ich letztendlich erstmal die Oberfläche haben möchte, weil man sieht nun mal das Innen von außen nicht. Ne? Ergibt irgendwie Sinn. Ich wollte eigentlich mal eine wirkliche Stadtoberfläche haben bei dem Ganzen hier. Weshalb ich das momentan so vor mich her schiebe, der Deko innen drin. Aber natürlich stimmt es, dass ich immer alles auf einmal machen muss, was auch nicht geil ist. Und ja, vielleicht soll ich dann doch demnächst mal anfangen mit dem, nach dem nächsten Haus vielleicht. Mit der allgemeinen Inneneinrichtung. Damit ich eben nicht alles auf einmal habe dann. Guck mal, muss so lassen hier an der Stelle. Was mal was anderes? Da 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 da. Ich mag den Song, der ist schon ganz schön gut, aber dabei nicht mal so ausgefallen. Tja, eigentlich ziemlich straightforward. Zack. Gott. Aber nur zum Schluss hin bei dem, ne? Weil das ist ja auch sonst ein normales Dach. Ist ja gar nicht allgemein schräger Vorbau, wie den ich da haben möchte oder machen werde. Was ich jetzt schade ist, dass das hier ein bisschen dann weg sein wird aus der Optik. Das werde ich dann nur auf der anderen Seite groß haben. Da habe ich noch gar nicht nachgedacht tatsächlich. Das sehe ich jetzt beim Bauen erst. Na gut, ich habe jetzt ja nicht. Ne, plus zwei, das ist ja auch nur ganz normal da unten. Das ist plus zwei, wo es so schräg ist. Und eine Seite aber nur verdeckt werden, ne? Das ist natürlich schade. So ein langes Dach hier. Oh. Geil. Geil. Zack, 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 zack. Ob das nur reichen mag, wahrscheinlich weniger. So. Das ist schon schade, dass ich jetzt diesen Vorbau mir das da ein bisschen kaputt mache. Ich meine, ich könnte es hier auch nochmal wiederholen, das Ganze, so wie das da drüben ist. Dann hängt es ja trotzdem irgendwie. Aber da müsste ich noch eine Etage raufbauen, was ich nicht will. Das soll echt nur ein kleines Vordach sein. Und ich müsste auch mit da, na gut, da hinkommen, wenn ich das Problem bin, von da drüben aus dann, wenn ich hier was einreiße. Aber das will ich nicht, weil es dann mit dem da hinten nicht mehr. Ah. Jetzt mal gucken. Wie es wird, wenn ich sie einfach mal zusammenbaue. Aber schon mal gut, dass ich doch einen reingegangen bin, sonst wäre es viel zu weit geworden, das Dach. Ist so schon zu weit, glaube ich. Dum 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 dum. Da dum 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 dum. Da dum 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 dum. Dum 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 dum. Ich könnte jetzt einmal zulaufen lassen, das Ganze. Du machst noch eine höher. Diesen hier. Ne? Und da dann jetzt den.
Ja. Wirkt ganz schön massiv dafür, dass so klein ist, wie das Ding nur das hier. Nun ja. Und die Spitze zweimal nach innen natürlich auch noch. Mal zweimal? Ja. So. Oben nur einer und die anderen einmal so. Gut. Also hier noch einer raus. So. Aber das hier sind Treppen. Treppen, das sind Treppen. Treppen. Oh. Ja, weil das hier generell anders ist, ne? Das ist ein oben draufgesetzter. Ist das ja flott. Da muss das hier ein bisschen individueller sein. Dann ist es auch gut. Da muss ich mich nicht orientieren an irgendwas anderem. Kann ich theoretisch ganz gut mit leben. Wenn ich es vielleicht so mache. Wäre auch lustig. Auch nach oben drauf. Deshalb war zu hoch jetzt an der Stelle. Na, ist ja auch alles gleich da. Wirkt aber natürlich runter, wenn das jetzt da so raussticht. Da oben ist es ja auch so. Siehst du? Das ist ganz schön flach. Siehst du? Theoretisch eher ein Baufehler hiervon als von dem da jetzt. Ich glaube, das kann man wenigstens lassen wegen dem Fenster drin. Na, hier ist es aber auch oben drüber. Da wird das hier auch oben drüber sein. Nur die beiden dann Außenseiter. So würde ich sagen, mache ich das dann. So, den mal ranholen. Zwei. Also, der ganz oben hier ist klar. Da. Warte. Achso, das ist der ganze. Plopp. Das ist der halbe ganze. Aha. Das ist natürlich irritierend. So. Ne? Das ist ja auch nur... wirklich. Ach so, weil es hier allgemein nochmal reingeht, ne? Ah ja. Ah, es ist so verwirrend. Moment. Immer in zwei Abständen. Die zwei oben, bei dem ein rein. Das heißt, da ist mal nur einer. Der hier müsste eigentlich weg und zu dem werden, ja? Eins, zwei. Ja, der müsste weg. Du wirst umfunktioniert. Habe ich noch... ja, habe ich tatsächlich. Cool. Also so. Ja, genau, man muss jetzt sowieso noch so machen. Damit es wieder passt und dann da oben drauf noch einen solchen für die Höhe. Irgendwie. Aber hier ist es eigentlich auch so. Nur was da hier der ist, alles klar. 1, 2, 3 sind hier sogar. Hier sind es bloß 2, eieiei. Ja. Moment. Ah. Das hier ist ein Ganzer, ne? Dann ist das hier der Ganze. Doch nicht.